Heute geht es um Kondensatoren und ich werde absichtlich vieles vereinfachen, einige Sachen weglassen, rein um das Verständnis besser darstellen zu können und um das Video nicht allzu lange zu gestalten. Wenn man genau in die Details von Kondensatoren hineingeht, da könnte man eine mehrteilige Doku drüber machen. Außerdem will ich euch da nicht mit viel mathematischen Formeln und so weiter da irgendwie. Es soll ja ein Unterhaltungsvideo mit Lerneffekt sein und kein Lernvideo. Gut, dann werden wir beginnen. Kondensatoren gibt es in verschiedenen Bauformen, also zylindrisch. Zylindrische können sein, das ist ein sogenannter Radialer, der hat auf einer Seite die Anschlüsse und dann ein Axialer, der hat dann links und rechts die Anschlüsse. Hoppala, ein Kondensator kann genauso flach sein. Flache Kondensatoren oder das ist ein flacher Kondensator. Und dann gibt es noch runde Kondensatoren, aber da habe ich keinen Vertreter dafür da und die sind noch relativ selten anzutreffen, die sogenannten Kugelkondensatoren. Ein Kondensator ist prinzipiell einmal folgendermaßen aufgebaut. Das Schaltsymbol sieht so aus. Das erklärt eigentlich schon, wie der Kondensator aufgebaut ist. Wir haben hier eine Elektrode, hier eine Elektrode und dazwischen das sogenannte Dielektrikum. Das ist ein Isolationsmaterial. Die Kapazität von einem Kondensator wird in Farad gemessen. Und jetzt ein ganz ein kleines bisschen Physik. Ein Farad ist ein Coulomb durch Volt. Das heißt nichts anderes. Ich lade ja hier das Ding mit Elektronen auf. Blub. Und irgendwann springen die durch das Dielektrikum. Wenn ich einen Kondensator mit einem Volt auflade, ja, mit einem Coulomb, dann habe ich ein Farad. Nur ein Farad-Kondensatoren trifft man selten an. Man kann sie zwar bis zu 10.000 Farad bauen, nur wird häufig sind Mikrofarad, Nanofarad, also die kleineren Werte werden häufiger verwendet, weil so große Kondensatoren braucht man eigentlich eher selten oder nur für Spezialanwendungen. Es ist nur die Frage, wie bestimme ich, wie viel Farad der Kondensator hat. Ein Kondensator macht eigentlich nichts anderes, als eine Spannung zu speichern. Das heißt, man ladet ihn auf und dann entladet er sich wieder. Wenn wir da uns das anschauen, einmal schematisch dargestellt. Wie heißt so schön, ein Diagramm ohne Beschriftungen bringt nichts. So, wenn wir den Kondensator jetzt aufladen, schaut der Verlauf ungefähr so aus. Das heißt, mit der Zeit steigt auch die Spannung bis zu einem Maximalwert. Und auf jedem Kondensator ist auch angegeben, wie viel Spannung der verträgt. Das sind meistens 10 Volt, 16 Volt, gibt es alle möglichen. Und wenn sich der Kondensator entladet, haben wir da wieder die Zeit, da die Spannung. Jetzt haben wir hier, das Entladen geht ziemlich schnell. Im Gegensatz das Aufladen, könnt ihr euch merken, dauert. Das Entladen geht schnell. Im Kamerablitz zum Beispiel wird der Kondensator aufgeladen, teilweise bis 400 Volt und dann ganz schnell in der Blitzröhre entladen. Und wenn der Kondensator aufladet bei den Blitzen, dann hört man es auch so vor allem bei den älteren Blitzgeräten so ein leises Surren. Eben weil er diese 400 Volt ja auch erzeugen muss. Und jetzt werden wir uns anschauen, wie man die Kapazität, also in Farad gemessen,
wie man die bei einem Kondensator bestimmen kann. Ich habe ja schon gesagt, ein Kondensator besteht aus zwei Elektronen und in der Mitte ist das die Elektrikum, das Isoliermaterial. Die erste Möglichkeit, die Kapazität zu erhöhen, ist, indem ich die Elektroden von der Fläche her vergrößere. Dann spielt es eine Rolle, welches Material ich für das Dielektrikum verwende. Und für das Dielektrikum ist wichtig das Material. Und für die Elektroden das Material ist auch wichtig und hat Einfluss auf die Kapazität. Und heutzutage werden da Spezialmaterialien entwickelt, dass man kleine Kondensatoren, so wie hier zum Beispiel am Raspberry Pi, das ist ein Arduino Uno, das sind zwei Kondensatoren. Die sind in SMD-Bauweise, die haben aber eine ziemlich hohe Kapazität. Das liegt eben an den modernen Materialien. Man kann dann noch hergehen, um die Fläche zu vergrößern, dass man die Elektroden so in Schichten aufbaut und das Dielektrikum auch, also so die Elektroden und das Dielektrikum dazwischen auch mitfaltet. Damit kann man praktisch auf kleinem Raum, auf wenig Volumen, ziemlich große Fläche machen. Das ist ein Trick, der wird auch bei SMD-Kondensatoren gerne angewendet. Und bei diesem Kondensator zum Beispiel, wenn man genau hinschaut, sieht man auch, dass der aus lauter Schichten besteht. Und damit kann dieses kleine Ding eine relativ hohe Kapazität besitzen. Das mit den Materialien und Oberflächen geht heutzutage schon so weit, dass sich da eigene Forschungseinrichtungen damit beschäftigen, teilweise dann mit Nanostrukturen und allem Möglichen. Und natürlich ist auch der Abstand zwischen den Elektroden, die Dicke vom Dielektrikum, hat alles Einfluss auf die Kapazität. Und ich werde euch das gleich in einem praktischen Beispiel zeigen. Ich habe hier aus Aluminiumfolie so Streifen ausgeschnitten und auch aus Papier. Gehen wir das mal weg. Und zwei verschiedene Papierstärken. 80 Gramm. Dann habe ich 100 Gramm. Dann 200 Gramm und 250 Gramm. Andere Papierstärken habe ich leider nicht vorrätig, sollte uns aber nicht stören. Und jetzt werden wir mal ausmessen, wie dick diese Papiere sind. Das 250 Gramm ist 0,24 mm. Schreiben wir das dazu. 0,24. Ja, das Papier wird dann unser Dielektrikum spielen. Das 200 Gramm hat 0,19 mm. So. Das 100 Gramm hat 0,1 und das 80 Gramm, das ist sozusagen dieses Standardpapier, was ihr alle in euren Druckern verwendet, hat 0,9, also 0,09. 0,09, also es ist nicht viel Unterschied zum 100 Gramm Papier. Und dann treiben wir das Ganze dann noch auf die Spitze. Ein Holzbrett. Das ist so ein Sperrholzding. Das hat 3 mm.
auch drauf. Und dann werde ich noch was probieren. Die kann ich aber nicht zerschneiden, weil ich bin kein Meister im Glas zerschneiden, ohne dass sie mir kaputt geht. Eine Glasplatte mit, die hat 4 mm. Also eine 4 mm Glasplatte. Schreiben wir uns das auch drauf. 4 mm. Warte, jetzt, ich räume das nur schnell weg. Außerdem, wenn ich die Glasplatte zerschneide, killt mich meine Frau. Weil die ist nämlich vom Kasten vom Wohnzimmer. Gut. Dann fangen wir an, uns einmal einen Kondensator zu bauen. Ich werde da noch draufschreiben, dass wir wissen, welcher was ist. Wir nehmen hier unser 80 Gramm Papier, dann einen Klebestift. Oh, warte, für den Hersteller will ich nicht unbedingt Werbung machen. Warte jetzt mal kurz, ich klebe euch den Hersteller ab. So, ich bin nämlich nicht gerade ein Fan von dieser Marke. Das hat andere Gründe, ich bevorzuge einen anderen Hersteller von Klebstoffen. Aber was soll's, das Papiergeschäft hatte keinen anderen. Und jetzt nehmen wir uns auch 2 Stück Aluminiumfolie. Die spielt jetzt unsere Elektronen. So. Und ihr müsst aufpassen, wenn ihr das versucht zum Nachbauen. Alufolie. Ich wollte eigentlich Kupferfolie nehmen, nur die bekomme ich jetzt nicht auf die Schnelle. Eine Seite ist beschichtet und eine Seite ist unbeschichtet. Und jetzt werden wir hier das so diesen Klebestick da auftragen, irgendwie. Bin kein Meister. Bastler mit Klebesticks, das können Volksschüler besser. So. 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 Gut einstreichen. Dann den Schmarren wieder zumachen, weil der neigt nämlich zum Austrocknen. Dann nehmen wir die Alufolie mit der beschichteten Seite nach unten. Und legen die da ziemlich plan da drauf. Und auch ziemlich gerade, bitte. Das ist eine Kunst, sage ich euch. Bastelstunde. So, vielleicht geht es so besser, ja. Gut. So. Gut. Plan streichen, dass sie gut aufliegt. So. Und das Ganze machen wir auf der anderen Seite noch einmal. So, schön einstreichen. Vorsichtig einstreichen. So. 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 Und wieder die Folie. Dass sie da halbwegs schön draufklebt. So. Perfekt. Jetzt haben wir einen einfachen Kondensator. Dann schreiben wir da noch drauf. Das ist das 80 Gramm Papier. Und mit 0,09 mm Stärke vom Dielektrikum. So, ich werde jetzt da mal die anderen so bekleben. Das mache ich offcam. Für mich wird das ein paar Minuten dauern. Für euch, dank moderner Schnitttechnik, nur einen Finger. Gut, jetzt habe ich das alles geklebt. Und dass mir da ein Blatt immer übrig geblieben ist, hat auch einen Sinn, das zeige ich euch dann ein bisschen später. Da ist die Holzplatte und dann haben wir noch die Glasplatte, nur die steht da hinten, weil die ist ziemlich groß und sperrig.
So, jetzt habe ich hier schon das Multimeter hergerichtet. Und dadurch, dass sich Alufolie nicht löten lässt, habe ich hier eine nette Konstruktion gemacht. Ich habe hier so Klammern, die ich auf die Prüfspitzen drauf schrauben kann, so Krokoklemmen. Und da ganz einfach ein Stück alte Kupferplatine. Und das werden wir dann mit so einer Wäscheklammer, in Österreich sagt man auch Kluppen dazu, draufklemmen. Und die andere Seite ist eh klar, die kann ich dann auf die Folie halten. Dann nehmen wir uns einmal unser 80 Gramm, schalten das Multimeter auf Kapazitätsmessung, dann klemmen wir mit der Kluppen da die Platine ein bisschen an. So, seht ihr? So. Jetzt nehmen wir die andere Prüfspitze und wir haben 94,8 Mikrofarad. Da schreiben wir uns auf. 94,9, 95, 95, 1. Dann sagen wir bei 95 circa. Ja? 95 Mikrofarad. Dann nehmen wir 100 Gramm. Dann wiederholen das Spiel wieder. 83,6, 83,7. Okay, sagen wir 83 Mikrofarad. 83 Mikrofarad. Das war jetzt unser 100 Gramm mit 0,1 Millimeter. Dann nehmen wir das 200 Gramm und wiederholen das Spiel. Wieder Wäscheklammer. Beim 200 Gramm haben wir 4 Nanofarad. Ich habe das schon gemessen gehabt, nur mir ist die Kamera da irgendwie abgekackt. Und da bin ich auf 4 Nanofarad gekommen. Und dann machen wir das Ganze noch mit 200 50 Gramm, 9 Nanofarad, 9 NF. So. Jetzt wollt ihr sicher das sehen, auf das ihr schon gespannt seid. Das Holzbrett. Wieder da mit der Klammer drauf. 0,01 Nanofarad, also 0,9, also 0,2 Nanofarad können wir sagen. 0,2 Nanofarad. Und zum Schluss fehlt uns noch die Glasplatte. So, aufpassen, Glas bricht gerne. Ich spreche aus Erfahrung. Mit der Glasplatte kommen wir auf 2, 3, 2, 5, 2, 8, 3, steigt noch 3,4, da sind wir 3,5 Nanofarad. Und fallt euch was auf, je dünner das Dielektrikum ist, ich weiß nicht, warum ich jetzt da einen Ausrutscher drinnen habe, aber je dünner das Dielektrikum ist, desto weniger Kapazität hat das Ding. Und ihr seht, die mit 80 Millimeter, also mit 80 Quadratpapier, hatten wir vorher 95 Mikrofarad. Jetzt habe ich ihn zusammengerollt und dann haben wir auf einmal 240 Mikrofarad. Das heißt, allein das Zusammenrollen hat schon eine Kapazitätserhöhung gebracht. Und das ist derselbe Schmäh, den eben auch diese zylindrischen Kondensatoren so machen. Und dann gibt es noch Kondensatoren, die man regeln kann. Und da habe ich aus dem 3D-Drucker da ein paar Teile.
Nur das Problem ist, die leiten ja nicht elektrisch. Und wenn ich die jetzt einmal damit so einem Aluklebeband sozusagen beschichten und das Ding zusammenbauen. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich das zusammengebastelt habe. So, das hier ist jetzt ein selbstgebauter Drehkondensator. Dass Dielektrikum, könnt ihr euch denken, ist jetzt Luft. Und wenn man beim Dielektrikum irgendwelche Chemikalien dann nimmt, dann wird es ein Elko, wo man dann auf die Polarität achten muss. Der Stator, das sind in dem Fall jetzt drei Platten, wie ihr seht. Die sind alle miteinander da verbunden, elektrisch, und die werden hier ausgeführt. Der Rotor besteht aus zwei Platten, der hat Kontakt mit der Metallschraube. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Durchgangsprüfung gehe, werde ich euch gleich ein bisschen erschrecken. So. Das Kabel ist hier elektrisch verbunden. Könnte ich jetzt jeden durchklicken. Die sind auch verbunden. Jetzt sind die Rotoren komplett drinnen. Messen wir mal. Wir kommen auf 132 Mikrofarad. Und wenn wir die jetzt rausfahren, die Dinger. Na, das ist jetzt ein typischer Fail. Wie ich es vorher probiert habe, aber jetzt dürfte sich da wieder ein Kabel gelöst haben, weil dieses blöde Aluband lasse ich nicht löten. Auf jeden Fall, wenn die draußen sind, die Rotoren, also keine Zwischenlage bilden, dann hat man weniger Schicht und dann nimmt die Kapazität ab. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie so ein industriell gefertigter Kondensator von innen ausschaut. Dieses Dielektrikum, was da drin ist, ist nicht gerade gut, darum habe ich jetzt meine Handschuhe angezogen. Und der ist gut versiegelt. Also werden wir den aufsägen. So, jetzt haben wir den aufgesägt. Und ihr seht, das Dielektrikum ist in dem Fall. Das hier sind die Anschlüsse plus minus. Kriegen wir das da irgendwie rausgepult? Jetzt alten Schraubenzieher. Wirkt oft Wunder. Da ist das Dielektrikum eine Art Gel. Manchmal ist es auch flüssig. Na, es geht. Muss weiter sägen. Und das sieht man, wenn man genau schaut, da ist zum Beispiel eine Kupferschicht, eine Elektrode. Und das seht ihr, dass das Ding da aus drei Schichten besteht. Und ich glaube, der Kondensator ist schon ausgetrocknet, weil so wachsartiges Elektrolyt habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Und ich habe den Elko auch gar nicht getestet. Den habe ich jetzt einfach nur zum Zerlegen genommen. Und die Kondensatoren sind praktisch genauso aufgebaut. Zwei Elektroden, eine Isolierschicht, ein Elektrolyt dazwischen und das Ganze dann auch aufgewickelt. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen einen Überblick, wie so ein Kondensator funktioniert, der überall verbaut ist. Geht sogar bis in die Computer, in die Speicherbausteine. Schade, dass das Experiment nicht so hingehauen hat, aber ich habe es als Fail trotzdem drinnen lassen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.